So, hi und hallo mal wieder. Ja, das ist die neue Boom. Warum habe ich es mir gegönnt? Wegen einem Game Shooter. Das Ding sieht aus wie meine Switch. Oder allgemein wie eine Switch. Und was dahinter steckt, das möchte ich gerne sehen. Oder euch präsentieren. Ganz wie ihr es sehen wollt. Also, das ist das Boom Magazin 6 2017 für 3,99 Euro. Mit Game Shooter. Hammer, sieht wirklich aus wie eine Switch. Schauen wir uns natürlich gleich mal genauer an. Aber jetzt erstmal das Boom Magazin reinschauen. Und wie gesagt, hier zählt alles, das was immer bei mir zählt. Was ihr von das Magazin haltet, wie ihr es findet. Und wer das natürlich schon hat, was haltet ihr davon oder habt davon gehalten? Auf jeden Fall kommentieren und was dazu schreiben. Aber wer das Boom Magazin kennt, sehr viel Merchandising über viele Gewinnspiele. Ja. Poster. Der letzte Jedi. Poster von Star Wars. Hier ist es nun. Füllen, zack, knallen. Ja. Mit 6 Discs bin ich ja mal gleich mal gespannt. Ah, die Pokémon. Was die zu bedeuten haben. Also die einzelnen Sachen. Hm, auch mal nicht schlecht. Kann ich auch mal reingucken. Sind zwar seltene Booster, die ich bei mir öffne, aber ab und zu möchte ich es ja doch wissen. Dann Gewinnspiel. Das neue Sticker-Album von Dragons. Serien, Filme. Yoshi. Ah. Und 2. Februar 2018. Bittenschwert. Ja, es kommt drauf an, wie groß es ist und wie cool. Dann werde ich es natürlich auch hier unboxen. Von das Boom Magazin. Aber jetzt geht es natürlich erstmal um das Boom Magazin 6 2017 für 3,99 Euro. Mit einer Switch. Ja, ihr habt richtig gehört. Nein, ein Game Shooter. Was da jetzt hintersteckt, möchte ich wissen und euch natürlich dann zeigen. Erstmal aber auspacken. Das ist aber richtig gut eingepackt. Natürlich nicht nachmachen, einfach so mit Messer reinschneiden. Auf jeden Fall Plastik. Jetzt haben wir ja 6 Discs dabei. Och, sind die aber süß. Die sind aber richtig süß. Dann, die kann man nur runternehmen und die nur rauf. Hier kommen die Discs rein. Und da schießt man sie ab. Also praktisch nur eine kleine Waffe. Was heißt eine Waffe? Das ist ja Spielzeug. Man kann sie auch rausnehmen und abfeuern. Ja, es funktioniert auch. Hätten sie aber wenigstens irgendein vernünftiges Bild von Mario Kart oder sowas genommen, dann könnte man das ja als Deko benutzen. Aber so. Was ist noch? Ach, eine kleine Schachtel darunter. Da kann man ein paar Papierstreifen, Blöcke reinpacken. Als Aufbewahrungsbox benutzen. Oh.
oder was auch immer ihr damit machen wollt. Ich bin mal gespannt, für was ich es gebrauchen kann. Ist ja nur Plastik. Ich sag mal so, für gar nichts. Oder schreibt ihr mir noch mal in die Kommentare, wofür ihr das habt. Und natürlich die Spielzeugwaffen gehen schwer auf. Gucken, ob die linke Seite auch natürlich schießt oder abfeuert. Ja, sie tut es. Also, das war jetzt eine Plastik-Möchtegern-Switch als Waffe umfunktioniert. Sieht ja nicht schlecht aus. Als Dekostück. Nein. Wo findet ihr das? Wisst ihr jetzt in der Boom 6 2017. Und jetzt seid ihr mal wieder natürlich gefragt, wie findet ihr sie? Was haltet ihr davon? Und wer sie hat? Wie lange hat sie gehalten? Ist ja nur Plastik. Und was kann man denn noch machen? Im Prinzip gar nichts. Also, das war sie jetzt, die Boom 6 2017 für 3,99 Euro mit einer Möchtegern Switch oder Game Shooter, ganz wie ihr es sehen wollt. Also das war es mal wieder und sage ich deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.